bekomme ich die? Ich kann die da in die Ecke donnern vielleicht. Die Frage ist, weil das Problem ist, das Ding darf ja nicht zu weit fliegen, weil da ja dieser blöde Abgrund ist. Ist die Frage, wie ich in die Ecke da vielleicht zielen kann. Nee, nicht in die Ecke. Ach, Mann, ey. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich hab noch nicht rausgefunden, wie ich mit den Dingern präzise ziele, wo die hinfliegen, um ehrlich zu sein. Also jetzt müsste er geradeaus da reinfliegen, oder? So, jetzt. Okay, warum tut er das? Warum tut er auf einmal das, was er soll? Nein, du rollst da nicht runter. Warum mache ich es eigentlich so kompliziert? Gut, jetzt muss nur noch dieser Schuss sitzen und dann habe ich es geschafft. Weil bis dahin sollte ich jetzt eigentlich immer kommen mit dem Trick. Nein, ich möchte nicht einen Hinweis haben. Ich habe auch die Truhe jetzt selber rausbekommen, so mehr oder weniger. Sofort. Man muss halt krass drauf achten, wie er steht, ne? Und man kann nicht so einen halben Schub geben, sondern man gibt entweder mal, er gibt Vollgas oder... Oder er macht halt gar nichts. Der feine Herr. Aber ich möchte die Truhe gerne haben. Jetzt wo ich weiß, wie ich sie bekomme. Wieso drücke ich auf diesen falschen Knopf, ey? Ich habe voll den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte überhaupt gar nicht, dass er den wegschleudert. Ich wollte... Jetzt... Halbe Stunde später habe ich die Truhe dann auch mal. Mann, 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 Mann. Sag mal, was tust du? Achso, meine Hand ist falsch. Oh Mann, ja gut, okay, dann wenn die Hand natürlich auch falsch ist, kann er da nicht viel für. So, und jetzt konzentrieren hier, nicht wieder Mist bauen. Nein, du rollst nicht durch die... Wand. Okay, ich wollte nur einmal zeigen, wie man den Sprung nicht macht. Damit das Teil sich ein bisschen langweilt und gleich so denkt, so, oh mein Gott, ich möchte nicht, dass er das noch 8-mal macht. So, und jetzt nicht die falsche Taste drücken. Hä, hab ich nicht getroffen? Muss ich höher zielen? Vor allem das Ziel ist ja so... Ja, toll, ich weiß, dass du mir Hinweise geben willst, weil du denkst, ich bin zu... Ja, ich bin auch nicht... Kann man nicht für das Rätsel, sondern für die Truhe.
Aber ich gebe zu, ich habe halt auch noch nicht so richtig raus, wie ich mit dem, mit der Macht so ziele. Oh. Nein. Hier bleiben. Warum drücke ich immer auf das Laserschwert, wenn ich da bin? So, let's go. Okay, ich hätte gar nicht immer diesen komplizierten Weg gehen müssen. Dafür. Mann! Das finde ich frech. Ich habe ja getroffen. Muss ich das nicht von hier machen? Oder habe ich was anderes getroffen? Da endlich. Leute, macht das bloß mit diesen Kugeln und nicht mit der Kugel, mit der ich das da die ganze Zeit versucht habe. Das ist echt dämlich. Okay, ja, dann eins gehen. Okay. Gut, okay, für die Truhe habe ich ein bisschen zu sehr kompliziert gedacht. Jetzt entspann dich doch bitte. Spiel. So, jetzt kannst du. Also, es gibt doch einen Grund, warum ich das hier festmachen kann. So. Und warum ich dann trotzdem darüber kann. So, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem eigentlichen Rätsel, zu dem das Spiel schon die ganze Zeit Hinweise geben möchte, weil ich versucht habe, mit auf sehr komplizierte Art und Weise eine Truhe zu holen. Aber ich sag mal so, es wäre ja langweilig, wenn das einfach alles so geklappt hätte jetzt, ne? So. Ja, komm her, Kerze. Ich das nicht auf genau dem gleichen Weg machen? Wo muss ich denn hier rüber? Ach so. Okay, warte mal.
Ja, das ist doch jetzt doof. Manchmal rettet er die noch so cool und manchmal lässt er sie einfach fallen. Leute, wir machen das anders. Nein! Okay, gut, ich bekomme keinen Fallschaden. Ich habe jetzt keinen Bock, das so zu machen. So, einen Moment, loslassen. Ich habe keine Lust, das so zu machen, mit dem darüber schmeißen. Und das ist zwar eine ganz nette Taktik, aber ich glaube, sie ist, beziehungsweise ich weiß, sie ist, wie man gesehen hat, im höchsten Grade ineffektiv. So, weil wir müssen ja. Das hier an der. In der Ranke hier. Ja, anzünden, gell? So. Ich verstehe schon. Weil das hat nämlich auch einen Sinn und Zweck. Man glaubt es kaum. Die sind aus Metall. Das heißt, ich kann die erstmal prinzipiell so festhalten, wie ich das brauche. Und sie dann ins Wasser schleudern, weil ich da mir denke, ich muss nicht näher rangehen. Jetzt mal einfach näher dran. Ich gehe jetzt einfach gleich direkt davor, sodass ich nicht verfehlen kann. Für dieses Rätsel möchte das Spiel mir die ganze Zeit die Lösung präsentieren. Man wird mich doch verpfeifen, ja, oder? Das kriegt auch noch so ein Spiel. Dankeschön. Dass das Spiel so sehr an mich glaubt. Oh. Ich würde jetzt sagen, das war nicht extra. Aber das war es leider. Hallo. Ich möchte die reinziehen, nicht rein. Ah, okay. Sehr ambitioniert meine Vorstellung hier. Okay. Habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her.
Das ist Miktol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Wissen wir das? Also erstmal gehen wir auf Zepho zurück. Und da wir jetzt sowieso gerade in der Storyline sind, gucken wir uns jetzt Weiser Miktrull an. Akt 1. Ich nenne das immer Akt 1, weil das bei den Kapiteln ja auch ganz gut passt. Zeitalter der Zügellosigkeit. Ein Zepho-Relikt aus einer Zeit, die von Eitelkeit, Zügellosigkeit und Macht geprägt war. Achso, okay, das ist alles. Das sind aber kurze Artefakte hier. Akt 2. Unterbrückung, Teil 2. Die Überreste eines zephorianischen Arbeiters. Er hat sich buchstäblich zu Tode geschuftet. 3. Symbol des Respekts. Kerzen wurden häufig als Zeichen des Respekts und der Ehrbietung für den weisen Miktrull entzündet. 4. Zephorarbeiter. Der Leichnam eines zephorianischen Arbeiters, der beim Bau des Grabes geholfen hatte. 5. Opfergaben für Miktrull. Der Weise dieser Epoche verlangte wertvolle Opfergaben. 6. Votivkerzen. Die häufigste Opfergabe, die zu Miktrulls Grab gebracht wurden, waren Votivkerzen, die für gewöhnlich mit graviertem Metall umhüllt waren. Es heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Miktrulls grenzenlose Macht. 7. Überreste eines Zepho-Soldaten. Überreste eines Zepho-Soldaten, getötet wegen des Diebstahls eines Opfers für den Weisen. Und die waren auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen kritischer unterwegs, ne? Wenn ich so sagen darf. Wo bin ich denn jetzt? Aber wo bin ich jetzt? Ach, das war ein gigantischer Aufzug. Okay. Ja, aber solange wie da unten noch das... Achso, nee, das rote Tor ist einfach nur... Ich möchte nochmal nach unten. Komme ich nochmal nach unten? Kann ich nochmal hier reingehen? Und runterfahren? Ja. Das rote Tor ist das, was BD1 angemacht hat. Hallo? Was ist das denn jetzt für ein Müll? Also ich fahre noch runter. Okay. Mir war nicht klar, dass ich noch am Fahren bin. Und wollte mich gerade beschweren, warum die Türen alle zu sind. Das ist natürlich auch gut, ne? Ne, weil ich habe doch gerade hier noch was Grünes gesehen, da oben. Ich wollte gerade sagen, da möchte ich natürlich auch noch einmal eben gucken, bevor wir weitergehen. Weil die Gegner hier ja eigentlich alle gerade noch erledigt sein sollten, ne? Genau, und jetzt muss ich nämlich... Ich muss wieder nach oben, okay.
Weil da ist nämlich auch noch was. Und was auch immer da ist. Das schreit danach, von mir untersucht zu werden. Um ehrlich zu sein. Dementsprechend untersuchen wir das natürlich auch. Das ist aber, glaube ich, auf der anderen Seite von jetzt, ne? Oder? Ne, also es ist jetzt praktisch vor mir, okay. Also ich muss wirklich hier auch rüber. Hätte ich das nicht eben sehen können, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Anstatt, dass ich jetzt hier, das hier alles. Ich möchte jetzt aber auch nicht. Eigentlich bin ich ehrlich, möchte ich gerne meditieren. Auf der anderen Seite weiß ich, dass dann die ganzen Gegner wieder da sind, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, das wird die letzte Truhe sein, die wir hier noch finden werden. Und deswegen ist das schon okay so erstmal, ja. Mal gucken, was in der Truhe ist. Falls dort die Truhe ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber wir haben ja eigentlich alle. Echos in diesem Gebiet darüber gefunden. Okay, wo geht das jetzt hier hin? Okay, es geht da weiter. Hätte ich da hochgemusst? Okay, man kann da nicht hoch. Das ist zu. Ich will da nicht runterspringen, Leute. Ich habe keine Heilung gerade. Ich gehe meditieren. Wenn da ein großer Gegner ist, wäre Heilung, glaube ich, praktisch. Aber dann sind die auch alle wieder da. Da ist einfach kein großer Gegner. Okay, hier ist einfach Ruhe und Frieden. Und alle sind entspannt. Wie bekomme ich denn hier so eine Feuerkugel hin? Hier ist ja überall Wasser, also ich werde das ja. Ah, hier sind welche. Bitte keine Gegner.